Hallo ihr Lieben. Hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Und heute ist mal anders. Also wir haben jetzt kurz vor Weihnachten, wir haben es angekündigt, wir wollen diese Uhr versteigern zugunsten der Flutopfer. Aber bevor wir das machen, hier ist Kai. Wir haben mit Kai, Kai hat uns angerufen. Wer ist Kai? Das ist Kai. Ja. Und sein ganzes Team von seiner Firma. Kai hat, mit dem haben wir vor Jahren mal, im Ruhrgebiet haben wir Autos repariert, da haben wir dann einen wunderschönen Mercedes reparieren dürfen mit den Vergasern. Ja. Elise. Elise, genau. Ja. Elise. Könnt ihr mal gucken, so ein paar schöne Bilder. Ja, und Auto läuft. Auto läuft, super cool. Ja klar, habt ihr da Spaß damit? Ja, genau, das ist geil. Ja. Und Kai hat sich was überlegt, hat gedacht, okay, weil wir das mit den Flutopfern machen, sammelt er Kohle. Erzähl mal. Genau, also wir hatten uns auch dazu entschlossen, dieses Jahr unsere kompletten Weihnachtspräsente und auch die ganzen Grußkarten, das nicht zu machen, sondern das dann an die Flutopfer auch zu spenden. Und wir haben uns dann an euch gewandt, weil wir möchten, dass das Geld an die richtigen Stellen kommt und nicht irgendwo versickert. Da haben wir dann von uns gesagt, das Geld, was wir sonst spenden, was wir sonst für Weihnachtspräsente ausgeben, spenden wir. Das waren das 1.000 Euro. Wow. Und ich bin du hast eine Hydraulikfirma, ne? Genau, Hydraulik wären Schwerter. Okay. Oh. Entschuldigung. Also ihr macht Hydraulikschläuche und sowas? Wir und machen Servicebetrieb und Zylinderreparaturen, Ventile und so weiter. So ein bisschen Werbung dafür. Ja, klar. Ja, und dann haben wir auf der Weihnachtsfeier, hat das angefangen, dass wir dann unsere Sammelbox aufgestellt haben. Da haben meine ganzen Mitarbeiter dann auch noch Geld zugetan. Und ich habe einfach spontan irgendwelche Kunden angesprochen, Lieferanten. Firma Launert hat da was zugegeben, fand die ganz toll. Unser örtlicher Bäcker heute Morgen noch ganz spontan. Ach, wie schön. Ist ein Brötchen, und, ne? Ja, nee, Brötchen nicht, aber Geld. Thomas Heine und ach, ganz, ganz viele Leute. Das fand die einfach toll. Wir haben jetzt irgendwie in Summe, ich glaube, 1,5 dazu getan, da reingekommen. Und ja, macht einfach mal auf. Cool. Ja, aber das können wir ja nie. Hoppala. Ups, da fällt halt Geld schon. Das können wir nie raus. Die kriegst du aber ganz schlecht raus. Schlachten? Ja. Gessen dürfen wir schlachten, ja, ne? Schlachten. Hier, nimm den kleinen. Hör mal, das ist so ein Kindheitstraum. Weißt du, wann war das immer diese. Ach, so einen kleinen. Komm, du darfst mithauen. Aber früher war das so ein Kindheitstraum, ne? Da hast du so ein Schwein gehabt. Und, komm, hau drauf. 1, 2, 3. Leck mich. Oh, lalü. Geil. Mega. Alter, auch noch was dazugegeben. Vielen Dank nochmal dafür. Guck dir das an. Cool. Das wollte ich schon immer mal machen. Weißt du, was das Schöne ist? Weißt du, was das Schöne hier dran ist an dem ganzen Geld? Das Schöne hier dran ist, es landet an der richtigen Stelle. Genau. Kai, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jungs, für euren Danke. Einsatz. Mega geil. Das ist das, wofür wir jetzt wirklich vor Weihnachten nochmal richtig brennen. Ja. Und das Geld werden wir dann im Januar auch verteilen. Dann nehmen wir natürlich ein paar Aufnahmen, machen wir davon, damit ihr auch wisst, in welche Richtung. Patrick mit der Kamera mit. Patrick, nehmen wir dich mit, genau. Oder wir nehmen unsere Handys mit. Wer weiß, irgendwie bis zum Urlaub. Nee, ne? Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, ihr Lieben. Ja. Lass euch gut gehen. Danke, 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 danke. Und wir, erstmal die. Lass euch gut gehen. Dankeschön. Boah, guck das an. Ist das geil. Das sind bestimmt 1500 Euro. Ja, also. Wir sind da schon von gerührt, dass wir das so tun dürfen. Und wir haben hiermit, mit der Nummer, was ganz Großes vor. Ja. Was ganz Großes ist, das Große wird natürlich nur groß durch euch. Und durch unseren Einsatz wird das groß, kann es groß werden. Diese Uhr werden wir wollten die jetzt versteigern. Und das haben wir gedacht, nee, das ist Mist. Dann wollten wir eine 0190er, nicht eine 190er Nummer, sondern eine 0180er Nummer machen. Ruft mich. 0800er Nummer. 0800. Mhm. Ich kenne nur die 0190. Ja, ja, das ist klar. Muss einen Flöteton drüber legen. Aber das war alles zu kompliziert, zu teuer. Jetzt haben wir ein PayPal-Konto eingerichtet. Ja. Und zwar heißt dieses PayPal-Konto, das blenden wir jetzt gleich hier nochmal ein, flutspende@autodocs.de. Wir haben uns überlegt, wir versteigern nicht, sondern ihr könnt Lose erwerben. Das heißt, mindestens 2 Euro, dann haben wir eure E-Mail-Adresse. Mit eurer E-Mail-Adresse überweist ihr ja auf das PayPal-Konto Geld, mindestens 2 Euro. Und jede einzelne Überweisung mit eurer E-Mail-Adresse ist das los.
Genau. Und wenn ihr dreimal 2 Euro, dreimal 5 Euro, dreimal 10 Euro, steigt natürlich die Chance, dass ihr dann auch wirklich die Uhr bekommt. Also wenn jemand 50 Euro spenden will, dann kann er auch 5-mal seine E-Mail-Adresse da reingeben. Dann hat er eigentlich im Prinzip 5 Lose, mindestens bitte 2 Euro. So, na, wir haben mal so hochgerechnet. Also lass uns mal wirklich verrückt sein. Also wirklich also auch wirklich verrückt. Und sag mal, wir haben 600.000 Abonnenten. Sag mal, dieses Video schauen 300.000. Sag mal, bis nächste Woche 250.000. Jeder gibt 2 Euro. Hätten wir eine 500.000 Euro. Eine halbe Million Euro. Ja. Da könnten wir Sachen mitbewegen. Also wenn jeder nur ein paar Euro gibt oder gibt nur 2 Euro, wir haben 250 oder 5 Euro oder 10 Euro. Also da werden ja Sachen möglich. Ich meine, das, was Kai hier und seine Mitarbeiter gemacht haben und die ganzen Spender, das ist unglaublich. Ja. Das ist schon der Hammer, aber wir können ja das nutzen, dass ihr sagt, okay, vor Weihnachten, komm, ich gebe 5 Euro oder 10 Euro, 20 Euro. Wir unterschreiben das jetzt hier gleich noch vor der Kamera. Wo ist denn unser Stift? Den hatte ich ja vorhin noch irgendwie rumliegen. Den hast du mit zerdeppert, hat er. Schalt mal hier drauf und gucken, das ist auch, ja. So, also wir unterschreiben hier original und der Hans-Jürgen auch. Und wir haben es so überlegt, wir machen es so, dass ihr auf jeden Fall die, ihr könnt das noch am 24. haben, diese Uhr. Also wir machen die Versteigerung von heute Freitag an bis zum 23. mittags um 12 Uhr. Mittags um 12 Uhr, schaut bitte auf euer E-Mail-Postfach und schaut, ob wir Post von uns bekommen haben. Derjenige wird um diese Uhrzeit zwischen 12 und 1 Uhr schicken wir euch eine Mail von uns und gratulieren euch zum Gewinn. Jetzt kommt der Clou. Teil noch. Am 23. bis zum 24. Mittag, sagen wir 15 Uhr, abholen. Ja. Bei mir zu Hause privat, hier in der Werkstatt. Wir können noch kurz ein bisschen quatschen. Also hättet ihr das Ding noch für am 24. unter Weihnachtsbaum, wenn das ein Geschenk sein sollte oder was weiß ich was. Hast du eigentlich schon gesagt, von wem die Uhr kommt? Oh, und das ist ja natürlich noch ganz wichtig. Diese Uhr ist von einem Fabokonzern. Und zwar ist das vom Thomas. Der Thomas kommt aus Österreich, hat das Ding gebaut, selbst gebaut, mit ganz viel Handarbeit. Auf die Idee zu kommen, sowas zu bauen. Ich lese einfach mal vor. Ja. Ich bin aus dem österreichischen Waldviertel nahe der tschechischen Grenze und habe da eine kleine Werkstatt. Ich habe in den zahlreichen Videos, die mit Abstand die besten sind, was es gibt, von eurem Einsatz für die Flutopfer und auch die DKMS gesehen und möchte mich beteiligen. Da habe ich mir was fürs Auge gebaut. Das Teil, das in dieser Verpackung ist, bitte möglichst vorsichtig auspacken, haben wir getan. Ich würde mich freuen, wenn ihr es versteigern könntet und den Erlös, wie damals von der schönen Ventildeckellampe, auch spenden könntet. Ja. Ja. Und wir wollen das für die Flutopfer haben. Würde mich freuen, wenn ich sehen könnte, wo es hinkommt. Werden wir tun. Wir werden noch Fotos machen. Da sind wir im Kontakt. Schöne Grüße von einem eurer größten Fans. Thomas aus Fitis. Aus Fitis. 3902 Fitis in Österreich. Vielleicht sehen wir uns ja mal, wenn ihr in meiner Gegend seid. Bier, auch was zu futtern ist, reiche ich da. Ja, das werden wir machen. Hast du bei dir in der Nähe einen Berg, wo wir Skifahren können? Da kommen wir auf jeden Fall. Als würden wir Bier trinken. Nee, Skifahren aber. Thomas, danke schön dafür. Also nochmal, was ist möglich? Was ist möglich, wenn wir das alle zusammen aufziehen, die ganze Nummer? Was ist möglich? Schickt uns Kohle, schickt einfach auf das PayPal-Account. Nochmal, ich lese es nochmal vor, wir haben es ja nochmal unten eingeblendet, aber dass das nochmal klar ist. Bisher konnten wir uns immer auf euch 100% verlassen und das tun wir diesmal auch. Und wir drücken die Daumen, dass wir das richtig, richtig hochpushen. Genau, und wenn es, ganz ehrlich, und wenn es nur 1.000 oder 10.000 Euro sind oder 500 Euro sind, da können wir auch viel mit tun. Und also ihr seid da total frei, aber es wäre ja möglich, dass wir, wenn wir alle das Ding anpacken, dass wir richtig was bewegen und vielleicht kriegen wir wirklich so viel Kohle zusammen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber die Idee und die Vision wäre schon da, das zu machen. Also nochmal, flutspende@autodocs.de, PayPal, haut rein, mindestens 2 Euro und schauen wir, was wir bewegen können. Wir verlassen es auf euch und wir drücken die Daumen. Ganz wir sind dabei dann. Und wie gesagt, gerne bis zum 24. mittags 15 Uhr. Ich glaube, meine Frau tritt mich in den Arsch.
Aber nein, Elke macht das natürlich mit. Aber wenn am 24. dann noch jemand vor der Tür steht. Und klingelt, du hast doch gesagt, aber ich habe gesagt, wir machen das und dann einfach, ich werde dann auch meine Telefonnummer dahinter lassen, dann machen wir das. Und Jürgens Privattelefonnummer, den könnt ihr dann die ganze Nacht anrufen. Ja, um 25. und 26. und 27. Gut, ihr Lieben. So. Geil, oder? Jetzt räumen wir erstmal auf. Genau, wir räumen erstmal ein bisschen auf und da drüben haben wir ein kurioses Ding an einem Wagen. Was es für Dinger gibt, schaut euch das mal mit an. Komm ruhig rein, Patrick, wir lassen einfach laufen. Der Kunde hat folgendes Problem, der hat sich, wo ist die Stoßstange? Stoßstange. Ah, hier ist der Stoßfänger. Der Kunde hat sich beschwert, dass in seinem Wagen der PDC immer wieder angeht. Immer wieder piep, 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 piep. Und ich schau das mal an, halt mal eben dran. Er hat sich eine Anhängerkupplung einbauen lassen. Ja, nee. Geht nicht. So. Und da steckt genau die Seite Sensor vor. Habe ich auch noch nicht so gesehen. Also. Ja. Seitdem ist das so, ne? Und das ist ihm wohl am Anfang nicht so auf den Nerv gegangen. Jetzt will er aber nicht mehr. Ich verstehe die Geschichte gar nicht, wie man sich sowas überhaupt einbauen lassen kann. Wir bauen jetzt die Anhängerkupplung wieder aus. Jetzt kriegt er eine abnehmbare dran. Genau, und jetzt bekommt er gerne. Dann piepst es nur, wenn er einen Anhänger dran hat. Bekommt er gerne ein abnehmbares. Bitte? Ja, die Anhängerkupplung hat außerdem eine Abschaltung, wenn man es hier einsteckt. Abschaltung heißt, wenn ein Anhänger dran gehangen wird, dann schaltet er die Parkpiepse ab. Genau. Dann piepst nichts mehr und kann man ohne Piepsen rückwärts fahren. Ein Kontakt, der hier in der Steckdose drin ist. Ja. Also, sobald dann hier dann reingesteckt wird, ist dann hier ein Kontakt drin. Dann erkennt er das und schaltet dann einmal die Nebelschlussleuchte ab und PDC. Ja. Okay. Warum hat er denn das da gar nicht drin? Nee, ist ja nicht dafür vorgesehen. Oder hat das nicht bei dem? Oder macht das Steuergerät das? Einmal ist der Abschaltkontakt für die Nebelschlüsse, aber das Steuergerät, wenn du Rückwärtsgang reinmachst, dann schaltet die Piepmetze ab. Genau, wenn dann was dran ist. Genau, das Steuergerät erkennt das, wenn was dran ist und schaltet dann in dem Moment die Dings ab. Ja, genau. Weil ansonsten müsst ihr immer wieder die abnehmbare Kupplung abbauen. Ja. Verrückte Sache, was ist so verrückt? Gut, wir räumen auf und sehen uns gleich weiter hier bei dem Peugeot. Da ist auch ein fettes Ding. Und fangt schon mal an. Ne? So, und hier der Peugeot. Der Kunde ist auf der Autobahn gefahren und plötzlich sagt er, qualmte der Weiß raus, hat keine Leistung, ist ausgegangen, fertig aus. Dann ist der Wagen hier hingeschleppt worden. Mhm. Haben wir erstmal alles geprüft. Wir haben gedacht, vielleicht Turbolader, weil der hinten so rausqualmte. Das war aber reiner Kraftstoff. Können wir euch leider jetzt nicht mehr zeigen, weil da haben wir ja die Diagnose schon gemacht. Weil das weiß. Weiß, also unglaublich weißer Kraft. Wo man es dann sehen kann, ist, dass es Kraftstoff ist, ist, weil im Öl, guck mal, wie viel Öl da drin ist, bis hierhin. Ölverdünnung. An der Stelle ist voll. Und guck mal, hier, das hier abtropft. Das ist alles Diesel. Lappen. Ne? Bis hier ist das voll. Da sind zwei Injektoren kaputt gegangen. Aber wie? Das habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Hier sind die Injektoren. Wir haben die da rausgeprügelt, bis wir die raus hatten. Dann könnt ihr hier schon mal sehen, wie die hier. Ne? Das muss alles undicht gewesen sein. Wie die aufgequollen sind. Wenn es hier schon alles festsitzt. So, und dann guckt man hier unten, wie die aufgequollen sind. Der ist so glühend heiß da geworden an den Stellen, dass das. Ich muss jetzt noch einen Vergleich dazu machen. Ja. Dass das so aufgequollen ist. Ich habe das so in dieser Form noch nicht gesehen. Ich habe das auch noch nie gesehen. So, haben wir hier neue Injektoren. Guck mal, so sehen die aus. Schlanke Stifte. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, hier unten, das ist die Dichtfläche, wo es aufliegt. Und hier unten sitzt der im Zylinderkopf drin. Dass das jetzt so aufgequollen sind, haben wir die natürlich fast nicht da rausgegeben. Wir mussten in dieses Dicke durch den Zylinderkopf durchprügeln. Durchziehen, ja. Ja, und dann müssen wir uns jetzt einfach mal anschauen, wie das aussieht. Wir haben das noch nicht gesehen. Im Endoskop mal reingucken. Ja, was da unten, vielleicht ist der Zylinderkopf auch kaputt gegangen. Also so wie die auch verkokt sind, müssen die unglaublich dreckig sein da an den. Ja, vor allen Dingen, und kriegst das auch wieder sauber nachher, wenn du tatsächlich gebrauchen kannst, ne? Ja, das. Das ist der zweite Akt. Ich habe schon gesagt, wir würden uns sehr bitten, ob wir das irgendwie hinkriegen könnten,
Es kann auch sein, dass der Kopf kaputt ist, dass wir da gar nichts mehr machen können. Das kann auch, gut sein. Wir schauen jetzt einfach mal da rein. Oh, da ist ja kein... Keine Speicher. Kein Stick drin. So. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Aufnahme. Videospeicherort nicht gefunden. Jetzt hat er ihn gefunden. Initialisiert ihn jetzt gerade. Ich muss nur sagen, du steckst an der Seite drin. Ich habe das an die Seite reingesteckt. XLGO. Ja, ja. Hab ich gehört. Ach, dieser. Ich muss die Zeit hier ein bisschen überbrücken. Jetzt ist das soweit. Wunderbar. Jetzt können wir auf Aufnahme drücken. Dieser Herr Pasch, wenn der keinen Blödsinn machen kann. Ja, so, jetzt schauen wir mal. Da lass mich mal. Also, 1.2. war ganz okay. Und dann schauen wir uns jetzt mal. Lass mal mein geschultes Auge da drauf werfen. 3.4. an. So. Warte, ich muss mal mit drauf schauen. Nicht nur unser Kameramann. Patrick. Boah, guck mal. Guck mal, den sitzt da. Das ist der obere Bereich. Gibt's da noch mal den Injektor? Ja. Hier. Damit man das sieht, so. Dieser Bereich hier, den sehen wir jetzt. Hier unten, diese Fläche, da. Das sitzt im Prinzip da in diesem Loch drin. So, und diese Fläche, wo die Dichtung ist, das ist jetzt hier genau dieser Rand. Und hier, das muss alles eigentlich ganz sauber sein, weil da darf überhaupt gar nichts durchdrücken. Das hier dürfte auch nicht so sein. Das drückt erst durch, wenn die Dichtfläche hier, wo der Kupferring sitzt, also diese da, wenn die undicht wird, und der dann die Abgase, die heißen, da dran vorbeidrückt. Also müssen wir vorstellen, da drin sitzt, und dann muss man natürlich den jetzt da rauskloppen durch das Loch. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob wir dort in diesem Loch, ob wir da irgendwas kaputt gemacht haben, dann rauszwängen. Boah, oh schade. Gucken wir, was passiert ist. Schwarz. Jetzt müssen wir lappen. Hier unten in das Öl reingekommen. Wo denn, Robin? So, geht wieder. Okay, nochmal. Mal reingehen. Da ist alles kraftstofflich da unten drin. Da ist alles flüssig da. Ja. Ja, weil er so viel da reingehauen hat. Ne? Und jetzt kommen wir im Prinzip in diesen unteren Bereich, in den Schaft rein. So, und da unten sind ohne Kolben. Wir haben nur große Tüten. Der ist auch im Glänzen. Sieht auch, wie viel Kraftstoff. Der ist auch schön gewaschen. Mhm. Auf die Wände gucken, ja. Oh, das sieht ganz gut aus. Sieht aber noch ganz manierlich aus, ne? Ja. Nur das hier ist natürlich ein Horror. Den Sitz da wieder hinzukriegen. Ja. Bin ich mal gespannt. Ja, müssen wir gleich mal gucken, wie wir das hinkriegen. Können wir den anderen rein? Ach, guck an, wie das aussieht hier an der Seite. Das ist aus verkokt, das Ganze. Ah. Die ganzen Wände. Hast du dein Handyton, Jürgen, oder was? Ja. Ich kann es ja nicht ausmachen. Warum nicht? Ja, das ist ein Handy, das kannst du nicht ausmachen. Ach Gott, ey, guck dir das an, schon wieder. Wieder in Öl getaucht. Ja. So, nochmal. Nochmal da rein. Achtung. Ah. Ja. Ja. Boah. Du Scheiße. Wie lange das aussieht, ey. Da bist du ja eine Stunde am Putzen. Boah. Guck mal, der Sitz. Weißt du was? Der ist ja überhaupt nicht mehr getragen. Ich hab ihm gleich gesagt, dass wir. Oh, Scheiße. Schon wieder. Mal eben. Im Luft holen wir eben den Kraftstoff da wegblasen. Jetzt einen Lappen umrunden. Nee. Waren die anderen zwei noch in Ordnung? Ja. Ja. Auch von den Sitzflächen? Ja, muss ich jetzt mal gucken. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht genau sagen. Ah, guck mal, der Sitz ist gar nicht so schlecht, Junge. Er glänzt noch, aber warum hat er denn nicht abgedichtet? Boah. Da müssen wir gleich mal mit dem Fräser mal gucken, was. Ja.
bestellen. So, jetzt bin ich rein. Da ist auch alles verguckt. Hat man gesehen, also ist auch auf jeden Fall Abgase durchgegangen. Und das ist der Kolben da unten. Ja. Okay. Guck mal den noch. Gut. Boah. Da ist der Kupferring noch drin. Ja. Da ist der Kupferring noch drin. Das ist der Kupferring, da liegt da noch drin. Oh Gott. Hier hinten kleben sie immer so schön da rein. Nur direkt, ne? Ja. Ja, die anderen zwei sehen noch ganz gut aus, bis auf den Dreck da drin, aber das können wir sauber machen. Aber den Kupferring müssen wir wieder rauskriegen. Gut. Stopp. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir mal los und gucken mal, ob wir den ganzen Kram schon mal ein. Ja. Ich gehe mal eben das Reinigungsgerät holen. Ja, das ist natürlich eine Arbeit für besonders Verrückte jetzt dann. Aber gut. Guck mal. Wie wir es hinkriegen. Und vor allen Dingen, ob er dann hinterher läuft. Wir machen das jetzt sauber. Guck mal. Dass der Joscha die nachher. Vorsichtig, die pieksen, ne? Ach so. Na dann. So, dann würde ich sagen. Das die Bohrmaschine? Das. Oder kommst du am Ende nicht hin? Da. Doch, Bohrmaschine, guckst du mal. Adnan! Adnan hatte den Akkuschrauber immer, weil er. Adnan, hast du einen Akkuschrauber? So, als erstes machen wir oben den Schaft sauber. Dafür tun wir jetzt in den unteren Bereich so kleine Dinge rein, damit da kein Dreck in den Brennraum reinfällt. Die legen wir jetzt da rein und dann gehen wir mit diesen Maschinen durch und machen die sauber. Selbst wenn ein bisschen Schmutz da unten reinfallen sollte, ist der beim ersten Mal starten weg. Oh. Das ist da drin. Und aufgepackt. Hey. Ich habe wieder mit meiner Taschenlampe im Mund. Alter. Das ist viel geiler. Nee, warte, ich muss jetzt so die anderen noch reinmachen. Ja. Ich bereite nur mal schon mal was vor. Ja, das ist schön. Wo ist er? Da drin. Was macht er denn da? Abgehen. Der hört aber nicht hin. Spitze Zange? Ja. Hier. Ich mache jetzt erstmal die Dings weg, hier die Simmerringe weg, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Die kommen sowieso neu. Das System wie beim ungefähr wie bei Ford, ne? Nee, ist anders. Bei Ford hat diese andere Ringe da drin. Ja, so, jetzt kommt die Nummer. Scheiße, was ist denn da jetzt passiert? Ja, wahrscheinlich musst du den auch noch drehen, damit wir den so festgepressen. Ja. In die Nadeln.
Müsst ihr drehen und ziehen. Ah! Oh! Hast du dich wehgetan wenigstens? Ach komm, da ist so viel. Altes Fleisch muss weg. Hau ab, du! Altes Fleisch, dann machst du das. Du hast doch viel mehr altes Fleisch als ich. Du hast mich ja nicht machen lassen. Ja. So. Mach das richtig fest, ich will das nicht rausziehen müssen. Warte, ich mach da das. Da kann man einen Schlüssel draufsetzen. Ach, dafür ist das da? Ich habe mir immer gedacht, wofür haben die denn da die Markierungen reingemacht in der Seite? Ja. So, ist gut. Hast du gut gemacht? Jetzt mal reinschauen. Am besten mit dem. Wie gut, dass wir es weggeräumt haben. Ja. Ihr macht den nächsten schon mal. Ja. Nein. Was ab? Also auf jeden Fall hier mega sauber geworden, ne? Ja, ich habe mir auch Mühe gegeben. Ganz großartig. Das ist natürlich jetzt so der Kupferring da unten drin. Den müssen wir gucken, ob wir den noch rauskriegen. Ja. Da ist diese Verschlusskappe, die wir da reingemacht haben, kann man da sehen. So. Ich gucke jetzt mal hier rein, wo Jürgen hier drin war. Wie das da aussieht. Ja, da warst du nicht tief genug drin. Wo warst du denn da? Ist gar nicht tief genug reingekommen. Guck mal. So verguckt ist das. Ach du das Scheiße. Das ist so verguckt. Ach hier dran du sitzt. Scheiße. Mann, da hast du einen richtigen Rand reingemacht. Ja, da sitzt die ganze Kohle dran. Ja, das ist die Frage, ob wir das überhaupt sauber kriegen. Warte, nimm mal einen neuen. Ja, der geht aber noch. Der ist ja, voll gut heute. Ja, wenn ich ihn sauber mache. Guck mal hier, ich hab ja kleinere. Dass du dann damit nee, der ist von der Größe ist der super. Okay, du bist aber gar nicht tief genug reingekommen, ne? Ja, weil das so verguckt ist und das sich festhält da drin. Hast du tief genug reingemacht, hier, den das ja richtig Halt hat? Ja. Achtung. Also ich habe den vorhin auch noch ein Stückchen tiefer gekonnt. Also okay, jetzt Anschlag. Sorry. Achtung. Soll ich was sagen? Da oben ist auch so ein Ritz drin, da kann man auch noch ein Werkzeug rein tun. Guck mal da. Ja, aber. Aber ja. Das dauert zu lange. Gut, dann gucke ich mal hier bei dem einen. Ob ich da den Kupferring rauskriege. Ja, jetzt habe ich das raus, aber der Kupferring ist jetzt immer noch drin. Auch ein Spezialwerkzeug für, aber da kommt man natürlich da relativ schlecht dran. Also hier, das ist das Werkzeug. Gehen wir jetzt unten rein in diesen Kupferring und dann drehen wir es hier oben zusammen und dann spannen wir den in den Kupferring rein und ziehen den Kupferring raus. Die Frage ist immer so ein bisschen, wenn er vom Platz hat, da dran zu kommen. Ja, okay. Reinkommen schon mal. Schraube ich ihn unten auseinander, dass der unten dann in dem Kupferring Grip kriegt. Das ging gut. Manchmal sind sie so fest, dass man oben noch ein Gewicht drauf tun muss, um die Rücke jetzt da raus. Und?
Ja, ich will mal gucken. Da ist noch der Dings drin, ne? Du kommst damit nicht rein. Ich weiß, ich will mit dem Lappen da reingehen, um den Wand ein bisschen sauber zu machen. Okay. Damit man sehen kann, ob es was gebracht hat. Wir könnten natürlich auch... Ja, guck mal, wie schwarz die ist. Willst du noch mal gerade reingucken mit dem Endoskop? Boah, ja gut. Guck mal, schon super, Jogi. Ja? Ja, ja, ja. Die Wände sehen ganz gut aus, ne? Ja. Ja. Ja, wunderbar. Ja, das ist der ganze, der meiste Dreck ist ja weg. Ja. Okay, dann nehme ich den nächsten. Ja, okay. Schauen wir mal den nächsten. Da kann man ja sehen, wie es vorher aussah, ne? Hier vorher. Oh, mehr. Also Schmuck da dran. Ja, so sieht es vorher aus. Ja. Und jetzt sieht es so aus. Und der Sitz unten, den gehen wir nachher noch mit der Bürste drüber. Aber ich glaub, vielleicht mit dem Fräser einen Runde. Ja, mit dem Fräser habe ich immer so ein bisschen Angst. Ich nicht. Ja. Da gibt es noch so einen speziellen Fräskopf für unten reinzugehen. Den haben wir natürlich auch. Habe ich in der anderen Kiste. Da kann man dann unten den Sitz auch so ein bisschen beifräsen. Aber. Rein. Was ist das? Das sind Aufsätze, da können wir unten noch unten den Sitz noch mal ein bisschen mit sauber machen. Müssen aber kleinere nehmen. Und das sind hier so drauf. Und dann können wir unten den Sitz damit noch so was sauber fräsen. Also ein bisschen sauber rubbeln, so drückt man, so fräsen nicht, rubbeln. Das ist einfach so eine Arbeit, die gemacht werden muss. Wenn wir jetzt die anderen Miniaturen einfach reinklopfen würden, reinprügeln würden, was passiert, die werden auf jeden Fall wieder undicht. Wir werden auf jeden Fall wieder um die Injektoren, klar, weil da so viel Material drauf ist, das kann niemals dicht werden. Ne? Das ist so eine Fleißarbeit, die man einfach machen muss. Und natürlich da das richtige Werkzeug für haben. Ne? Guck mal hier. Den hier, den kannst du jetzt nochmal nehmen für unten. Ja, ich mach gerade mal den Stein hier. Also mhm. Und direkt heraus. Vorne hatte ich noch keinen Schutz reingemacht. Mal mit rein. Ja, guck mal, da unten, da ist noch ganz viel Spann dran, unten im unteren Teil. Ja. Muss noch was tiefer gehen. So, hier haben wir diesen Frässitz, da gehen wir jetzt rein, im Prinzip unten in das Loch rein. Und nehmen hier ganz hörsch, Seltmann Kölle. Ganz minimal so ein bisschen was vom Rand weg, aber nur gerade so drüber geleppt, damit das da unten der Sitz auf jeden Fall schön sauber ist. Muss man sehr aufpassen, weil das ja ein Alukopf ist. Thank you.
jetzt unten noch was Dreck weggenommen, das ist so ein bisschen zum Aluminium. Jetzt gucken wir uns mal den Sitz unten an, speziell auf die, bei dem Zylinder, wie der jetzt aussieht. Noch nicht gut. Nee. Du musst eigentlich ganz spiegelblank sein, ne? Genau, noch gar nicht gut. Okay, gut, dann setze ich jetzt nochmal an. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtiger. Wenn man jetzt zu viel wegnimmt, dann wird es auch nicht mehr dicht. Warum nicht? Weil wenn man unten Material wegnimmt und wir drücken hier oben eine gewisse Newtonzahl drauf und unten die, wenn man jetzt unten Material weggenommen hat, wird es auf jeden Fall nicht dicht, weil es nicht genug Druck auf die Dichtung hat, wenn wir da Material weg haben. Da lass ich mal ganz kurz gucken, Jürgen. Lass mal eben hier reingucken, wie weit das da aussieht. Immer noch nicht. Mhm. Ah, okay. Muss ein bisschen mehr kratzen. Ja. So, ich gucke in der Zeit mal nach. Sieht auch noch ganz schön scheiße aus, ne? Ja, es ist da ganz unten drin. Ja, dann geht auch mit der Dings rein, mit dem anderen Kopf. Ja, ganz unten drin. So, und ich gucke jetzt hier nochmal. So, jetzt nähen wir uns schon an, aber ihr könnt sehen, guck mal hier, ich bin jetzt hier am Rand im Prinzip am Wegnehmen, an der Mitte liegt ja überhaupt gar nicht auf. Das heißt, das ist ein richtiger Kegel, der Sitz. Der ist nicht plan, der Sitz. Da sieht man hier da. Und hier in der Mitte liegt überhaupt gar nicht auf. So, das heißt, ich muss auf jeden Fall das Plan kriegen, das Ganze. So, jetzt kann man schon sehen, ich bin ein bisschen mehr Material weg. Aber nur am äußersten Rand. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. So, jetzt kommen wir dem Ganzen schon was näher. Seht ihr? Da, jetzt bin ich schon am Rand dran. Das sieht schon gut aus. Ich kann da jetzt keine Späne reinfallen. Was? Nee. Das ist so minimal. Das meiste bleibt hier oben dran kleben. Ne? Und weil ich ja mit dem Stift hier drin sitze, ne, fällt da keine Späne rein. So, und so ein bisschen Alu-Späne, ganz ehrlich. Das ist so. Wenn wir den gleich einmal starten, ist das sowieso weg. Bam. Jetzt ist geil, oder? Sehr geil. So, der Rest. Bürsten wir da vorne mit der Bürste noch weg. Ich klebe noch einmal ein ganz klein bisschen durch und dann haben wir das Ding plan. Das ist jetzt der erste Zylinder, also ein Zylinder. Der Plan ist, die anderen müssen jetzt auch noch alle so bearbeitet werden. Hast du den ersten Zylinder schon auch schon sauber gefräst, sauber gemacht? Nein. So, das machen wir jetzt mit den anderen Zylindern auch so. Das dauert schon noch ein bisschen. Patrick, mach mal Päuschen. Wir hauen rein, weil mein, das ist jetzt auch nicht so besonders interessant, bis wir das jetzt wirklich sauber haben oder nicht. Stunden später. Bis später. 3 Tage später. Ah, geil. So, hier ist der erste Zylinder. Sieht gut aus. Mega sauber. So, das ist der zweite Zylinder, den wir so ein bisschen nachgefräst haben. Mega sauber. So, das ist der dritte Zylinder. Schön. Oh, jetzt bin ich wieder in den Öl an der Seite reingetitscht. Ey. Aber der sah schon mal von oben schon mal ganz geil aus. Ja. Ja, ich weiß, dass das Akku schwach ist. Hörst du bitte raus? So, ich will nochmal reingucken, ob alles da ist. Ja.
super. Und der letzte. Ach, guck mal, der glänzt ja von hier aus schon. Der sieht top aus. Oh. Ja. Top, die Watte quillt. Das ist aber. Gut, okay. Jetzt schraubt der Joscha das Ding zusammen. Und gucken wir gleich wieder. Gucken wir gleich wieder anspringt. Auch mal anspringen. So, jetzt haben wir da ein bisschen Power drauf. Na, gucken wir mal. Alles was er sagt. Wieder aus. Und nochmal. Ja, der schaltet irgendwas, schaltet der ab. Was macht denn der? Warum schaltet? Was heißt das? Abgeschaltet. Ja, der bricht irgendwann mal den Starterstrom. Der springt nicht an, Yoshi. Hat er schon mal gemacht, ne? Vielleicht hat er aber jetzt nicht genug Spannung. Muss erstmal ein bisschen laden. Okay, er war schon mal ganz schlecht. Hast du angesprüht oder was? Nein. Aber der wollte gerade kommen. Mama. Ja. Der schaltet ihn irgendwie ab. Ja, oder der hat ein Problem mit dem Zündschloss. Hat der Kunde zwar nichts von erzählt, aber... Ja, ich vermute mal hier, dass er abschaltet, dass er Steuergerät sagt, okay, Start ist mir zu lange. Nee, der muss vielleicht noch ein bisschen laden erstmal. Robin, fährst du jetzt raus? Da kann ich jetzt mal gerade zurück. Gibt's doch nicht. Jetzt haben wir Casala. Spring nicht an. Guck mal, die haben schon mal Probleme mit der Wegversperre. Wenn je nachdem, wie du den Schlüssel dann ranhältst. Pause. Oh. Oh. Okay. Aha. Sehr schön. So, wenn wir jetzt starten, sprüht der Joscha da unten Äther rein. Das ist, damit wir den schneller zum Laufen kriegen. Und jetzt mal starten. Und der explodiert da im Brennraum. Wie die Hölle. Ich hätte jetzt unten den Schlauch drauf gemacht. Im Turbo, guck mal, wenn er da rauskommt. Ne? Gut. Angesprungen ist er. Das ist die Hauptsache. Läuft doch jetzt auf allen Zylindern. Hey! Ja! Gut, laufen tut er jetzt. Gut, Ölwechsel, Joshi. Da muss eh erst das ganze Öl raus. Was da unten aus dem Ladeluftschlauch rausgekommen ist. Zum Ladeluftschlauch? Ja.
Ja, ja. Ja, dann, ja, dann ja. Ist das Öl. Ja. Klar, das ist total Ölverdünnung. Okay, also wir haben auf jeden Fall am Laufen. Ja. Geiles, der Fehler, das war auf jeden Fall der Fehler. Dann machen wir jetzt noch einen Ölwechsel. Ladeluftkühler raus. Den Ladeluftkühler, sagen wir mal, das Problem ist, dass es so viel Öl jetzt reingeflossen ist. Kann sein, dass er dann selbst zündet. Saugt den Kram rein. So viel Kraftstoff jetzt im Öl da unten drin ist. Genau, muss der Ladeluftkühler auf jeden Fall raus. Und das ganze Öl raus, kann man ja mal messen, wie viele Liter da drin sind. Das ist aber interessant, da sind bestimmt 15 Liter drin. Dann wird er wieder rennen. Und dann wird er wieder rennen. Gut, hui, ihr Lieben, denkt dran, kauft Lose bei PayPal. Ne? Ja. Die Adresse blenden wir jetzt hier nochmal ein. Kauft die Lose. Und wie gesagt, das Versprechen steht am 23. von zwischen 12 und 1 wird es auf jeden Fall dann bekannt geben. Schaut dann in euren Account. Und bis zum 24. ganz abgeholt werden. Bis 15 Uhr bei mir, sogar privat. So, und geil wäre, wenn wir damit richtig was bewegen könnten. Und ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen. Und danke für euch. Danke, dass ihr uns sowieso das ganze Jahr so unterstützt habt. Danke ganzen für die Unterstützung, die ihr bisher überhaupt geleistet habt. Ja. Und vielen, wir tun es einfach total gerne. Ja. Tschüss, ihr Lieben. Macht's gut. Bis dann. Ciao.